Tayyip, was ihr gesagt habt, ist ohne Zweifel etwas, was sehr schmerzhaft ist. Aber eine Frage. Hat Allah gewaltigere Strafen als das, was wir alles genannt haben? Ja. Dann, liebe Geschwister, ist das nicht ein beruhigendes Gefühl für uns, dass wir wissen, dass der Übeltäter morgen seine Strafe bekommen wird? Bei Allah. Ganz gleich, was wir uns an Strafe ausdenken, er wird eine gewaltigere und eine härtere Strafe bekommen. Ich nenne euch nur eine Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, la yamutu fiha wala yahya. In ihm, im Höllenfeuer, wird es ein heißes Feuer geben, in dem er weder lebt noch stirbt. Ja,